Was hörst du? Musik. Habe ich mir schon gedacht. Was für Musik? Meine Lieblingslieder. Wir können auch zusammen Musik hören. Passt schon, Giddy. Sind wir dir etwa zu langweilig? Quatsch. Wir sind ja auch gleich schon da. Wo eigentlich? Wo fahren wir überhaupt hin? Nora hat was rausgesucht. Es wird eine Überraschung. Ein super schöner Ort. Ich wollte immer noch mal dorthin. Was? Na, da bin ich ja mal gespannt. Das ist ganz schön viel Verantwortung für einen Tag wie heute, oder? Okay, ist gut. Olli, wie lang noch? Frag unser Navi. Noch 2,5 Kilometer. Okay. Ist alles klar in mir? Ernste Frage? Entspann dich, es wird schön. Schön. Leute, was ist das? Liegt einer auf der Straße? Da liegt einer auf der Straße. Was ist da passiert? Ist der angefahren worden? Olli, fahr vorbei. Vorbeifahren auf keinen Fall. Natürlich, wir fahren weiter. Hey, ist gut. Wir kennen die nicht, wir fahren weiter. Ey, wenn da einer von uns läge, dann würdest du doch auch wollen, dass jemand anhält. Ja, er hat recht. Dann fährst du es langsam hin, aber wir steigen nicht aus. Mach das Fenster einen Spalt runter, lass den Motor aber an. Schlechte Idee. Hallo. Hey. Na, wie geht's euch? Alles klar bei euch? Was ist hier passiert? Ja, uns geht's gut. Wohin? Wohin wollt ihr? Können wir euch helfen? Alles gut. Olli, mach das Fenster hoch. Wohin geht's? Was ist mit deinem Kollegen? Dem geht's gut. Olli, fahr! Olli, fahr! Olli, fahr! Olli, fahr! Was war das denn für eine Scheiße? Ich hab's doch gesagt, das war so eine Scheißidee! So ein Dreck! Okay, entspannt euch. Das war nur ein dummer Scherz. Nur ein Scherz? Das war überhaupt nicht lustig! Beruhigt euch, das sind irgendwelche Druffis, die machen nichts. Das weißt du doch überhaupt nicht. Doch, das weiß ich. Olli, du kannst es wieder langsamer werden, sonst fährst du gleich noch von Baum. Okay. Okay. Ich sag das jetzt noch einmal. Wir haben schon darüber gesprochen, deswegen reden wir heute nicht mehr drüber. Das bringt nichts, da waren wir uns einig, ja? Und außerdem gilt ab jetzt, wir bleiben zusammen. Keiner geht allein irgendwo hin. Ohne Ausnahme. Mensch, Leute, was ist denn das für eine Stimmung hier? Das geht doch nicht. Geht ihm mein Bester, ich brauche Sprit. Nicht, dass wir hier auf den letzten Meter noch liegen bleiben. Du bist mein Mann. Schickes Hemd, der Herr. Dein Ernst? Wir sitzen seit 2 Stunden im gleichen Auto. Na sowas. Aber wohl etwas abgelenkt. Ist okay? Geht
geht. Scheiße, wo sind wir denn hier gelandet? Hier kann man sich ja nicht mal hin verfahren. Tja, Noras Naturkomplettpaket. Inklusive einem Balken. Tja, für deine Lieblingspornos wird das nicht reichen. Sieht wohl so aus. Aber ich beschwere mich nicht. Hätte Nora diesen Trip ins Grüne nicht geplant, dann säße ich heute wahrscheinlich den ganzen Tag auf dem Dach, würde einen nach dem anderen rauchen, bis ich irgendwann runterfalle. Einen nach dem anderen rauchen? Ist doch dann auch ein Trip ins Grüne. Stimmt. Klingt aber echt ganz gut, die Sache mit dem Dach. Auf jeden Fall besser als das hier. Für dich klingt alles gut, was mit Rauchen zu tun hat, irgendwie. Nein, jetzt mal ehrlich. Ich meine, wenn Nora vorgeschlagen hätte, dass wir uns alle treffen und zusammen auf dem Dach kiffen, vielleicht wären sie und ich dann noch richtig dicke Freunde geworden. Wozu macht sie Fotos? Die beiden. Kannst du dir vorstellen, was mit wem zu haben, den du seit dem Kindergarten kennst? Nicht so richtig. Aber ich kann mir vorstellen, was mit jemandem zu haben, der im Kopf immer noch ein Kindergartenkind ist. Hey, Legotechnik ist ein seriöses Hobby. Da geht der Mensch dem Drang nach, etwas selbst zu erschaffen. Das ist ein ernstzunehmender Urinstinkt. Gideon sieht super unentspannt aus. Ist dir das mal aufgefallen, wenn er bei ihr ist? Ich meine, was soll das sein, ein Kuss? Seine Arme hängen runter, als wären sie aus Gummi. Da fehlt Leidenschaft, Spontanität. Nicht jetzt, wann denn sonst? Perfektes Timing, Majestät. Beeindruckend. Willst du dir jetzt noch eine Dunkelkammer bauen? Das sind Polaroids, die entwickelt man doch gar nicht. Okay. Hey. Willst du auch? Sind das nicht die, die Papa auch mal früher geraucht hat? Ja. Die hat er immer im Globus versteckt. Ach komm, was soll's. Gerne. Wann habe ich dich eigentlich zuletzt rauchen sehen? Na komm, wir müssen jetzt weiter. Nora muss weiter. Komm, Schwesterchen. Komm mir bitte nicht damit jetzt, okay? Schmecken übrigens immer noch genauso scheiße wie damals, ey. Musst du unbedingt rauchen? Ja. Musst du unbedingt trinken? Ist alles okay bei dir? Kommt hier? Ja, passt schon. Alles gut, wirklich. Hedi! Ja? Komm mit. Sag mal, Olli, hast du eine Kneipe ausgeräumt? Nee, es ist bei meinen Eltern aus dem Keller. Mein Papa bewahrt da nur das Beste auf. Und so habe ich wenigstens was von ihm bei mir. Tut mir echt leid, Mann. Ja, ist schon okay. Aber wenigstens bin ich mit euch hier heute. Ich kann jetzt auch deutlich besser nachvollziehen, wie es damals für dich und Emmy gewesen sein muss.
Hast du mal versucht, sie zu erreichen? Gerade eben die ganze Zeit, aber ich komme nicht durch. Kein Netz hier in der scheiß Pampa. Na komm, lass uns mal was trinken, wenn du was dabei hast. Ja, gern. Hältst du mal? Ja, klar. Können wir weiter? Kennst du den noch? Sag mal, ist es nicht dieses Höllenwasser, was uns beide damals fast umgebracht hat? Ja, aber damals waren wir auch noch nicht so groß und stark wie heute. Kommt. Was mir gerade einfällt, weißt du noch, damals im Schwarzwald, wann war das vor... zweieinhalb Jahren oder so? Ja, das hin? Ja. Da hast du dir so schlimme Blasen gelaufen, weißt du noch? Ah ja, stimmt. Ich war so froh, dass du die Pflaster dabei hattest, ne? Also, die haben mir wirklich mein Leben gerettet. Bist du denn nicht irgendwie in so einem Schlammloch gefallen? Ja, oh Mann, ey, wie ich aussah. Mann. Weißt du noch Stufenfahrt damals? Da hatten wir den hier auch dabei. Da bist du doch auf diese Pferdestatue geklettert. Weißt du das nicht mehr? Moment mal kurz. Wer ist wo drauf geklettert? Dein Bruder. Mein braver Bruder. Als ob. Ja, dein Bruder hat sich dieses Höllenzeug in den Kopf gestellt und ist dann auf diese Pferdestatue geklettert. Und da ist dann fast der Kopf abgebrochen. Ja, und das war unfassbar peinlich. Du hast das auch noch mitbekommen. Lass mal lieber über was anderes reden und weitergehen, okay? Ich hab das da auch getrunken. Ja. Kann ich mich irgendwie so gar nicht dran erinnern. Ja, wundert mich nicht, mein kleiner Napoleon. Habe ich vielleicht noch einen Zwillingsbruder, von dem ich nichts weiß oder sowas? Komm. Damals waren wir noch jung. Ja, eben. Wir waren noch jung und wussten nicht, was das Leben so zu bieten hat. Ist halt auch immer so eine Frage der Perspektive, die man auf die Dinge hat und so, ne? Deine Eltern? Hallo? Mama? Sorry, ich höre euch ganz schlecht. Sie ist total abgehackt. Nee, Moment. Das ist immer noch nicht besser. Hallo? Ja, jetzt. Wo denn? Und was macht ihr da jetzt da? Ja. Verstehe. Wollt ihr nicht lieber noch mal irgendwie zum Strand? Ist doch schöner als am Flughafen. Hm? Ja, da sind doch bestimmt viel zu viele Leute jetzt auch, oder? Was? Ach scheiße, ja dann geht doch noch mal bitte an den Strand. Bitte. Ja. Gibst du mir nochmal Papa? Hi. Ja. Gut. Dir? Du, ich habe mir was aus dem Keller mitgenommen. Wie bitte? Ach, ja, du hast es gehofft? Muss getrunken werden? Ja. Keine Sorge, wird nicht verschwendet. Emmy, Nora, Giddy und ich. Ja. Du, ich hab dich lieb. Kannst du mir bitte noch ganz kurz meine Mama geben? Hallo? Ich höre dich so leise. Hallo, kannst du noch mal bitte irgendwas sagen? Hallo?
habe Ihnen gesagt, Sie sollen nicht am Flughafen warten. Da fliegt ja eh nichts mehr. Und selbst wenn, müssen Sie mindestens mit 1.000.000 Kilometern fliegen, um noch rechtzeitig hier anzukommen. Ich habe Ihnen gesagt, dass Sie noch mal zu dem Strand gehen sollen, wo Sie letzte Woche waren. Das ist doch viel schöner jetzt. Schwarzer Sand. Habe ich auch noch nie gesehen. So. Das ist jetzt vielleicht die schönste Zigarette, die ich je gedreht habe. Dazu noch einen Schluck von dem Napoleon-Drink und der Abend kann beginnen, nicht, Giddy? Sorry für den Stimmungskill. Hey, nein. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Das ist ja auch ein seltsamer Anblick. Ist ja auch ein seltsamer Tag. Wollt ihr auch? Hast du Bilder dabei? Ja, ein paar habe ich mitgebracht. Was sind das für Bilder? Naja, von früher. Das, was ich gerade von dir geschossen habe. Mhm. Wir in der Grundschule. Wie jung wir da noch sind. Du mit dem fetten Hasen auf dem Arm, in diesem Streichelzoo. Und ich, heulend mit dem Affen auf dem Kopf. Da bin ich 12 geworden oder so. Guck mal, wie süß du da aussiehst. Was ist auf dem da drauf? Sorry. Sind wir da? Ich glaube, das war Silvester. Oh ja. Vor 4 Jahren? Vor 3? Guck mal. Ja. Ich hab den Schnee. Immer so eingepackt nach dem Wagen. Das muss eigentlich ein Heim gewesen sein. Ach so, ja. Oh, ja. Wobei ist der
Mia, kommst du zu uns? Was ist los? Ich habe nur gerade wieder nachgedacht. Aber das bringt doch nichts. Das wird schon. Worüber nachgedacht? Olli. Da war noch so viel, was ich wollte. Aber du hast doch so viel geschafft. Im Ernst? Ich bin 25, Giddy. Ich meine, du hast so viele tolle Dinge erreicht. Als Kind wollte ich immer Tierärztin werden. Ich habe mich immer geweigert, Fleisch zu essen. Ich wollte etwas Gutes tun. Ich wollte unbedingt eine eigene Praxis haben. Das weiß ich noch. Das wollte ich so sehr. Aber ohne Affen, oder? Eine Praxis ohne Affen. Doch, auch für Affen. Die müssen draußen bleiben. Nein, im Ernst. Warum muss das so unfair sein? Das ist nicht gerecht. Gerade wäre ich so gern woanders. Nora, müssen wir nicht auch bald weiter? Alle Türen plötzlich zu. Hey, aber das bringt doch nichts. Ich meine, schau, wo du bist und wie schön es hier ist. Und gleich gehen wir auch noch weiter an deinen Ort, oder? Was denkst du gerade? Ich wünschte, ich könnte irgendwas für sie tun. Aber ich kann es nicht. Ich versuche mir vorzustellen, wo sie gerade sind, was sie gerade machen, was in ihnen vorgeht. Ich hasse es, dass ich gerade nichts machen kann, dass ich einfach nur hier sitzen muss. Ja, aber das ist es ja. Du kannst gerade einfach nur hier sein. Glaubst du, sie haben Angst? Ich weiß es nicht, Olli. Hast du Angst? Nein. Ich mache mir einfach nur Sorgen um sie. Kann es denn nicht sein, dass sie genauso denken wie du? Na siehste, dann brauchst du dir doch gar keine Sorgen machen. Habe ich irgendwas verpasst? Anscheinend schon. Wie lange geht das schon? Keine Ahnung. Ein, zwei, drei, vier Monate? Das spielt doch jetzt wirklich keine Rolle mehr. Ah, okay. Du wusstest davon. Das war doch offensichtlich. Was willst du jetzt von mir hören? Gibt's sonst so irgendwas, was du mir verheimlichst? Ich meine, bist du irgendwie noch schwanger oder so? Wie denn? Denn jetzt hin? Hey, Gideon! Hey, sorry, das ist doch jetzt einfach gerade so in der Situation, Mann! Olli, im Ernst? Ich dachte, wir reden miteinander. Du schaffst es doch sonst, mir 24 Stunden am Tag von irgendeinem Manga-Scheiß zu erzählen. Aber das hier lässt du aus? Gidi... Wann wolltest du es mir sagen? Heute noch? Ich meine, gibt's einen Grund, warum ich anscheinend der letzte Idiot bin, der davon mitkriegt? Hey, Gidi. Gideon! Lass mich mal alle kurz! Scheiße. Ihr habt euch also für den dezenten Weg entschieden, stark. Aber der haut jetzt nicht ab, oder? Natürlich nicht. Der braucht einfach mal einen Moment. Kann ich? Ja, aber sei vorsichtig. Seit wann fotografierst du? Seit 11 Jahren. Und seitdem fotografierst du einfach alle? Nein, nur die, mit denen ich zu tun habe. Von denen mache ich gerne Fotos.
Nora. Und was bringt dir das? Wie fange ich an? Ich habe damals viel meinen Vater fotografiert. Warum? Er hatte seinen Job verloren und hat dann getrunken. Also viel getrunken. Oh, das wusste ich gar nicht. Und dann habe ich ihn im Wohnzimmer gefunden. Auf dem Sofa. Kopf auf dem Boden. Das war richtig schlimm, ihn so zu sehen. Ich war noch relativ jung. Und dann habe ich meine Kamera geholt. Und ein Foto von ihm gemacht. Ich bin danach sofort wieder hochgerannt, weil ich Angst hatte, er könnte aufwachen. Aber er hat sich einfach gar nicht mehr bewegt. Und warum hast du das gemacht? Ich weiß nicht. Ich wollte es mir einfach ansehen können. Und vielleicht, weil ich dachte, ich könnte es ihm später zeigen. Jedenfalls, am nächsten Morgen dachte ich, ich hätte das alles nur geträumt. Aber da lag das Foto noch da, neben mir im Bett. Und der Moment war noch da. Unbeweglich, egal wie lange ich es anschaute. Wie ein eingeschlossener Moment. Mein Vater war dann wieder ganz normal, aber das Foto hat mir gezeigt, dass der Moment nicht mehr weggeht. Ich habe das dann immer so gemacht. Das waren in einem Jahr bestimmt 40, 50 Fotos. Ich habe ein ganzes Album für ihn angelegt. Darin habe ich ihn festgehalten. Und er konnte nichts dagegen tun. Jedes Bild war wirklich schlimm. Eklig. Ich habe mich dann immer weniger getraut, es ihm zu zeigen. Ich hätte es schon beim ersten Bild machen sollen. Ja, und dann kam ich nach Hause und die Kartons waren gepackt und wir waren weg. Ach, war das die Zeit, wo du dauernd bei uns warst? Das weißt du noch? Meine Mutter hatte damals ständig irgendwelche Anwaltsgeschichten und, keine Ahnung, Stress. Und das Album? Ich habe es ihm erst Jahre später geschickt. Und seitdem hat er, soweit ich weiß, nie wieder eine Flasche angerührt. Sind sie denn dann wieder zusammengekommen? Nein. Meine Mutter wollte sich nicht mehr auf ihn einlassen. Es war einfach zu spät. Ich war zu spät. Vielleicht verstehst du ja jetzt, warum ich Gideon fotografiere. Und dich. Und Olli. Olli! Das war das vorletzte Polaroid. Wehe, du hast die Augen zu. Ich habe auch noch ein paar Fotos von ihnen. Früher habe ich die richtig oft angeguckt. Aber jetzt nur noch manchmal, wenn ich sie vermisse. Aber dann komme ich mir wieder so dumm vor. Ich meine, ein Foto dreht die Zeit ja auch nicht zurück. Aber sie helfen uns, nicht zu vergessen, was uns wichtig ist, weißt du? Sorry, ich rede viel zu viel. Geh jetzt und klär das mit Gideon, okay? Nora, ich hatte gerade das Gefühl, wir hatten einmal ein gutes Gespräch. Wieso musst du das jetzt wieder mit sowas kaputt machen? Ich frag mich nur, warum jetzt? Erst diese ganze Geheimnistuerei und ausgerechnet heute? Ich meine, was hast du denn gedacht, wie er reagiert? Kann man ja so machen. Du musst dich ja auch nicht erklären. Ja, ich muss mich auch nicht rechtfertigen, mit wem ich schlafe. Ich kann euch hören, wisst ihr? Ich bin vielleicht 5 Meter von euch entfernt. Ja, das ist ja auch an dich gerichtet.
Ja, genau. Vielleicht willst du dich auch mal dazu äußern, Olli. Boah, keine Ahnung. Ich weiß selbst, dass das nicht geil war. Glaubt ihr, ich fühle mich gut damit? Und wir können jetzt hier über alles Mögliche reden, aber wir kommen doch zu keinem Ergebnis. Die Sachen bleiben so, wie sie sind. Und dann ist auch bald gut. Könnte ich irgendwas ändern, dann hättest du dein Fotoalbum deinem Vater früher gezeigt. Dann säßen meine Eltern jetzt nicht irgendwo am Arsch der Welt fest. Und dann hätte ich nie was mit dir gehabt, Emmy. Dann wären wir alle glücklich. Gut zu wissen. Ach Mann, du weißt doch, wie ich das meine. Ich krieg Kopfschmerzen von sowas. Ja, ich verstehe schon. Ist halt einfach gut zu wissen. Wenn ihr jetzt keine Aspirin habt, dann lass mal bitte das Thema wechseln. Wenn Gideon nicht langsam mal zurückkommt, schaffen wir es auch nicht mehr rechtzeitig. Lasst uns wenigstens schon mal zusammenpacken, okay? Olli, du auch. Und du schau jetzt bitte mal nach Gideon, ja? Warum können wir denn nicht einfach hierbleiben? Weil wir woanders hin wollen, weil wir einen Plan haben. Und falls es dir noch nicht aufgefallen ist, wir haben auch nicht mehr ewig Zeit. Also reiß dich jetzt zusammen und klär das mit Gideon, damit wir endlich weiter können. Mach dies, mach das. Wir müssen hier hin, wir gehen dorthin. Du darfst nicht, Emilia, du musst. Küss den und den nicht, mach die Zigarette aus. Sei um 8 zu Hause, ey, mir reicht's endgültig. Was hast du vor? Ganz ehrlich, ich gehe jetzt. Es war schön, dich zu kennen. Es war aufregend. Irgendwie geil und ziemlich bescheuert. Emilia! Mach's gut, Olli. Das meinst du doch jetzt wohl wirklich nicht ernst. Nora, ich kann das gerade echt nicht gebrauchen. Wirklich nicht. Hier. Kannst du behalten, wegwerfen, keine Ahnung. Das bin nicht ich. Das ist Papier und Farbe. Hey, was ich da eben gesagt habe. Olli, ist gut, okay? Ich gehe nicht wegen dir. Bild dir nichts ein. Es tut mir leid. Ich glaube, ihr macht von hier aus lieber alleine weiter. Ist schon erstaunlich, wie du bei den wichtigen Themen immer auf Durchzug schaltest. Nora, lass es. Und was ist hier los? Gideon, wir müssen reden. Was ist los? Sie will gehen. Wohin gehen? Keine Ahnung. Jetzt! Mia, was meint sie? Gideon, beeilt euch! Was ist denn los? Was ist los? Emilia! Kann man euch nicht einmal allein lassen? Ich will nicht mehr mitkommen. Was? Und was hast du stattdessen vor? Ich hab vor zu gehen. Ich hätte gar nicht erst mitkommen sollen. Ich passe hier nicht rein. Wohin willst du unbedingt gehen? Und was heißt, du passt hier nicht rein? Ich bin dein Bruder, das sind deine Freunde. Nein, das sind nicht meine Freunde. Na, Olli scheint's ja mal mindestens zu mögen. Tun wir das nicht beide? Was soll das denn heißen? Ich hätte einfach gar nicht erst dabei sein sollen. Ich will nicht irgendwo hin, wo es Nora gefällt. Ich will irgendwo hin, wo es Emilia gefällt. Und wo ist das? Wo gefällt es Emilia? Ja, im Gegensatz zu euch weiß ich das halt noch nicht. Ich plane nicht alles. Ich schaue halt, wo ich lande. Das ist Freiheit und nicht eure komische Sightseeing-Tour. Ich will es einmal erleben, einfach irgendwo hinzukommen. Einfach auf dem Weg zu sein, unterwegs. Keine Ahnung, ohne Plan, ohne Ziel. Einfach egal wo. Genug damit. Wir wollen weiter. Wir reden schon seit Tagen über nichts anderes. Und heute Morgen hast du doch noch gesagt, dass du mitkommst. Ja, weil ich immer nur sage, was du hören willst. Sonst gibst du ja keine Ruhe. Komm jetzt. Gideon, ich bin noch nicht fertig. Ich fange gerade erst an. Mhm. Ich hatte mein ganzes Leben noch vor mir und jetzt ist das alles auf einmal weg. Ja, gleichfalls, Emilia.
Aber wir wissen das nie erst seit heute. Und damit muss jetzt jeder klarkommen. Jeder, verstehst du? Und das Einzige, was jetzt noch wichtig ist, sind Familie und Freunde. Dein Egoismus ist einfach nicht angebracht. Aber du bist egoistisch. Du lässt mich nicht ich selbst sein. Ich will nicht auch heute noch von dir bevormundet werden. Ich will einfach nicht, dass du mir sagst, wie ich mich hinlegen soll, wenn es... Mir hör auf! Ich gehe nicht ohne dich zu den anderen, das weißt du ganz genau. Ich werde nicht zulassen, dass dir was passiert. Aber heute passiert mir was, Gideon. Und du musst akzeptieren, dass das so ist, okay? Ich muss einmal auf mich selbst Acht geben. Ich muss auf mich selbst hören. Und du auch. Gideon, es ist immer das Gleiche mit dir. Du versteckst dich hinter deiner Verantwortung und was du alles musst. Was du denkst zu müssen. Zeig dich doch. Sei doch einmal du selbst. Kann ich nicht einmal mit meinem Bruder reden? Was meinst du damit? Was ich damit meine? Wo soll ich denn anfangen? Nora zum Beispiel. Nora war immer da. Du warst da, sie war da und plötzlich wart ihr halt einfach irgendwie zusammen. War halt praktisch. Aber liebst du sie? Wie kommst du jetzt auf... Was willst du damit sagen, hm? Ich mag Nora sehr, ja. Liebst du sie? Ohne Nora wärst du nicht bei mir geblieben. Ohne Nora hätte ich doch überhaupt gar nicht die Kraft gehabt, das alles hier zu regeln. Sie hat mir geholfen, alles zu machen. Um alles hat sie sich gekümmert. Liebst du sie? Sie ist zu tausenden Ämtern gerannt, hat den ganzen scheiß Papierkram gemacht, alles ordentlich abgeheftet. Sie hat mich aus diesem tiefen Loch geholt, in das ich gefallen bin. In das wir gefallen sind, Emilia. Du weißt es doch, es gab Tage, da hat sie alles allein gemacht, weil ich es nicht konnte. Sie war die Person, durch die ich gelernt habe, was Verantwortung ist. Liebst du Nora? Das ist jetzt genug. Nein! Das ist jetzt genau richtig. Zeig dich doch einmal. Ich bin hier, Mann. Ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Was soll ich sonst machen? Was wollt ihr alle von mir? Ich verstehe es nicht. Ich tue doch schon alles, damit dieser Scheißtag funktioniert. Aber ich krieg's anscheinend nicht hin. Kannst du dich bitte einfach zusammenreißen? Zusammenreißen? So wie du? Nein! Können wir einfach einen schönen Abend haben? Reiß dich einfach zusammen. Emilia, reiß dich jetzt zusammen! So ist das halt im Leben. Ich hab dir doch alles gegeben, was ich dir geben konnte. Ich hab alles aufgegeben. Glaubst du nicht, ich hatte nichts vor. Ich hatte auch Pläne, ich wollte auch weg. Ich hatte das Stipendium, ich hatte die Wohnung. Ich habe sogar schon angefangen zu packen, um den ganzen alten Scheiß endlich wegzuschmeißen. Ich meine, ich war kurz davor, mit meinem Leben etwas anzufangen, worauf ich stolz gewesen wäre. Verstehst du das? Ich wäre der Erste in unserer Familie gewesen, der mal Kohle verdient hätte, der mal was erreicht hätte, der mal das Dorf verlassen hätte. Ich hätte mich endlich nicht mehr wie ein Versager gefühlt, der nichts sein kann. Aber ich habe alles aufgegeben. Für dich. Das hätte ich doch niemals von dir gewollt. Nein, das ist damit doch gar nicht gemeint. Das ist doch selbstverständlich. Ich bin ein großer Bruder. Also... Wenn du sagst, dass du alles für mich machst, dann tu doch jetzt auch das für mich. Hey, ich bin dir wirklich, wirklich dankbar für alles, was du für mich getan hast, seit Mama und Papa weg sind. Du hast uns beide durch eine unfassbar harte Zeit befördert und du warst wirklich der beste Bruder, den man sich hätte vorstellen können. Das musste erst mal einer nachmachen. Ich vermisse sie so. Endlich redest du mit mir. Ich vermisse sie auch. Bist du sicher, dass du gehen willst?
Ja. Ich will einmal alleine sein. Okay, dann ab mit dir. Komm, geh. Pass auf dich auf. Mach ich. This is what we do.
passiert? Sie ist gegangen. Ich bin hier. Ich lasse dich hier nicht weg. Nora ist auch hier. Sie bleibt hier. Wir bleiben hier. Schon okay, Giddy. Wir schaffen das jetzt nicht mehr rechtzeitig. Alles gut. Wir bleiben einfach hier, ja?
chance to be on